kann ich hier hinsetzen. Habe ich da nicht gerade eben noch Platz dazwischen gelassen? Okay, dann halt nicht. So, Forschungspunkte ohne Gefahr. Sehr schön. Und das haben wir auch endlich leer. Noch mehr Blech. Da können wir ab der nächsten Runde auch die Forschungspunkte rausholen und weiterforschen. Da setzen wir mal zwei ein. Damit lässt sich auf jeden Fall was anfangen. Okay. Rackham. Der Weizen ist interessant. Die Wachsmaden. Sind das Wachsmaden? Die könnten auch interessant sein. Wenn es dann die Eier davon sind. Und der Haltungstechnik. Ja, doch. Interessante Sachen dabei. Schauen wir mal. Wir wollten auf jeden Fall die großen Felder. Und ich denke, ab den großen Feldern jetzt... Was ist denn das eigentlich? Dieses Icon kenne ich auch noch nicht. Zeigt wahrscheinlich Produktionstempo an. Nö, das ist Arbeitsplätze, das Tempo. Keine Ahnung. Also ab den großen Feldern werde ich wahrscheinlich mal in eine andere Richtung forschen. Wir mal hier Fortschritt machen. Hier. Drei Bären sind da noch drin. Oh Gott. Aber ich habe es bisher noch nie geschafft, irgendwie die Moral meiner Kolonisten großartig anzuheben. Jemand wartet am Tor. Ja, das Saatgut würde ich zwar nehmen, ich kann aber nichts machen. Noch nicht. So, das nehmen wir nicht mit. Werden wir wahrscheinlich eh wieder nicht brauchen. Die Sicherung nehmen wir aber mit. Na, dauert noch. Müssen wir uns noch gedulden. Die Bären. Da haben wir doch hier unten noch welche gehabt. Hier. Dann markiere ich mal beide Spots. Aber immerhin schon Tag 15. Doch nicht direkt am Anfang ausgeschieden. So. Ja. Produktion. Blünderteams, das habe ich beim letzten... Nee, nicht die Blünderteams. Das war das Zeug, was ich am Anfang hätte machen sollen, ich aber nie erforscht habe. In der Staffel 4. Darum machen wir das jetzt zuerst. Dass wir auch einen Nutzen daraus ziehen können. Okay, das ist auch relativ stark, aber eher nicht wirklich ein Kämpfer. Schauen wir mal, wie wir es machen.
Ach stimmt, wir haben ja jetzt die großen Felder. Ha. Da sind noch ein paar Kartoffeln. Soll ich die ernten lassen oder nicht? Wir können es ja schon mal zusätzlich hier bauen irgendwo. Am besten nicht in den Wald, aber auch nicht zu weit weg. Aber so viele grüne Plätze haben wir halt nicht. Und da haben wir den Magnetsturm. Angekündigt zumindest. Blünderteams, das sind die Arbeitsplätze. Produktion plus 1 Metall. Das klingt gut. So, dann wäre das auch schon wieder leer. Müssen wir schon wieder neu suchen. Wir gehen einfach mal hier rein. Irgendwas wird schon bei rumkommen. Kriegt aber Downoff mit der Zeit. Jemand wartet am Tor. Ach, dieser Wanderer wieder. Also das ist halt ein Glücksspiel. Man weiß eigentlich nie, was einen erwartet. Von daher kann ich da jetzt eigentlich auch nichts dazu raten, was man eigentlich jetzt macht am besten. Kann alles bei rumkommen. Ja, bis 75 warte ich noch. Lass mal rein, okay. Okay. Sobald du das Tor öffnest, stürzt sich der Wanderer auf den nächstgelegenen Stapel mit Nahrung. Er stopft etwas davon in seine Manteltaschen und quetscht sich gewandt durch die sich schließende Toröffnung durch, bevor die verblüfften Wachen reagieren können. Mit einem beeindruckenden, druckenden Tempo verschwindet die vermummte Person in der Wildnis. Also entweder machen wir hier fertig und haben drei Kartoffeln verloren, oder wir machen diesen Bug. Anscheinend ist das Spiel an der Stelle nicht fertig. Also ich habe keine Ahnung, was passiert. Spaßeshalber würde ich sogar die 2 wählen, einfach nur um zu schauen, was dann passiert. Die 1. Okay. Wenn die 1 gewotet wird, dann werde ich auch die 1 nehmen. So, das große Feld ist fertig. Was haben wir denn da? Die Kartoffeln hat man, ne? Anpflanzen? Nein, danke. Reißen wir ab. Und hier gehen wir wieder direkt auf Kartoffeln und stellen hier neue ein. Und dann sind wir erstmal mit Kartoffeln gut versorgt. Was macht denn eigentlich die Forschung? Ah, wenn man davon spricht. So, das sind die Arbeitsplätze, die brauche ich nicht unbedingt. Lagerhalde. Zweitausender Kapazität ist natürlich nice, ne? Nehmen wir mit. Da macht man die Sicherung leer. Und da versuchen wir es einfach nochmal. Na, hat doch geklappt. Nur damit wir hier nochmal einen haben. Aber immerhin sind Forschungspunkte wieder drin. Also anscheinend auf dieser Map haben wir auch genug Forschungspunkte. Ist auch von Vorteil. Wir müssten mal in die Richtung forschen, dass wir irgendwie neue Sachen bauen können. Sonst wird es langsam langweilig.
Jo, Magnetsturm und nichts passiert. Ah, das sind nur 18 Stück drin. Ah, die sparen wir uns mal auf. Na toll. Nochmal 19. Hat sich ja voll gelohnt. Was ist da Schönes? Schrauben. Ah, das ist auch wieder so ein starker. Ja, komm, geh mal rein. Oh, doch, doch. Nein, ich möchte nichts bewerten. Ich weiß, dass das Game noch in der Early Access ist, aber... Und die Entwickler natürlich auch Rückmeldungen brauchen, aber trotzdem... Ich möchte jetzt nicht hier alles bewerten. So, Produktion. Wir müssen natürlich hier hinterkommen. Ganz klar. Und hier gibt es halt dann neue Gebäude. Ich würde sagen, wir gehen zuerst auf den Tauschhandel. Weil dann können wir das Handeln schon mal anfangen. Und vielleicht sind da interessante Dinge dabei. Vor allem mich interessiert auch das neue Handelssystem. Das möchte ich unbedingt mal sehen. Wie das jetzt aufgebaut ist. Das ändert sich ja mit jedem Patch. In der Staffel 4 war es nicht so prickelnd. Also es hat mir da nicht so gefallen. Die Blitze sind so laut. Ja, egal wo ich hingehe, die Blitze sind immer rein. Schon, ich will hier raus. Ah, schon besser. Ah, Mist, hat nicht gereicht. Vielleicht haben wir Glück, in der nächsten Runde liegt er. Down. Aber mit Gefahr. Forschung hat er auf 2. Na gut. 4-mal könnte er in der Theorie hier rein. Schauen wir mal. Scarlet ist jetzt erwachsen. Tauschhandel ist ja abgeschlossen. Motorisierung, Garage. Verstärktes Tor. Wir müssen auf jeden Fall auf das verstärkte Tor gehen. Darum gehe ich erstmal in die Richtung. Die Garage werde ich jetzt nicht bauen, aber das Tor brauche ich. Pflanzen wir mal hier hin. Also irgendwie ist mir das Wetter ein bisschen zu laut, definitiv. So, da hätte man nochmal Forschungspunkte, allerdings mit einer wesentlich höheren Gefahr. Und da werde ich mit ihr wohl nicht reingehen. Ah, auch wieder so eine hohe Gefahr. Kein Schaden, sehr schön. Da ist Metall aufgebraucht. Hier haben wir noch. Holz.
Hier ist ein bisschen ruhiger. Nee, ist es nicht. Handelszentrum, das schauen wir uns zuerst an. Okay, wie funktioniert das jetzt? Ich möchte Forschungspunkte. Kann man anklicken? Passiert nichts. Oh, okay. Antrobia, das sind wir. Können wir jetzt anscheinend alles liefern? Das ist interessant. Wir können tatsächlich alles liefern. Okay, dann haben wir die ersten Münzen verdient. Interessant. Wie viel kosten mich dann eigentlich? Das kann ich ja nicht mehr anklicken. Ich wollte jetzt wissen, was mich die Forschungspunkte kosten. Okay, 5 Sicherungen für 5 Blech. Klingt gut. 4 Medikits für 6 Blech. Klingt auch gut. Ja genau, da muss ich dann 2 Tage warten. Achso, und dann sehe ich das Menü erst wieder. Das ist ja auch ein bisschen doof. Frage ihn, ob er was Aufregenderes zum Handeln hat. Na gut, dann warte ich einfach die 2 Tage ab und dann kann ich ja wieder da rein. Aber wäre nicht schlecht gewesen, man könnte das dann auch sehen, während da gehandelt wird. So wie es die ganze Zeit schon war, aber naja, gut. So, bis 55 war ich noch. Okay. Der Magnetsturm läuft noch. Nein, da wolltest du nicht rein. Na super. Muss ich mal schauen, wie ich das dann da raushol. Das Holz können wir eigentlich mitnehmen. Gott sei Dank ist der Sturm rum. Da haben wir noch, da haben wir noch, hier haben wir noch. Läuft alles. Hier wird auch noch produziert. Also Nahrung bleibt stabil, aber es, ja, wird nicht mehr. Leider. Mal schauen, in welche Richtung wir dann forschen. An dem Baum, wo wir jetzt die ganze Zeit geforscht haben, brauche ich erstmal nicht weitermachen. Ich denke mal, ich werde in die Richtung von neuen Gebäuden gehen, also neue Wohnhäuser. Ist auch nicht ganz so verkehrt. Schon wieder solche Medikits. Jetzt hat er mal Schaden gekriegt. So, 3 Bücher auf einmal. Ach, hier unten haben wir auch noch. Ah, die hole ich als nächstes. Und irgendwie holzen die mir hier schneller ab, als der nachforsten kann. Da
kann ich auch keinen weiteren einstellen.